das richtige Schluchzen. Sie müssen mich ja da so ein bisschen unterstützen, gleich applaustechnisch. Warten Sie mal. Also, Gilles, ungefähr so hat er das gemacht. So. Haben Sie jetzt auf die Verbeugung geachtet? Ganz wichtig, nicht? Also der Profi, der verbeugt sich ja immer im Charakter der Rolle. Immer. Also zum Beispiel Rigoletto, der verbeugt sich vom Publikum immer leicht verkrüppelt. Nicht? Immer ungefähr so. Oder Falstaff, ja, großes Beispiel. Falstaff arbeitet mit dem Bauch. Ja, der verbeugt sich immer folgendes. Der kommt immer so auf die Bühne. Verbeugt sich. Ja, und dann muss er aufpassen auf seinen Gang, sonst sieht es wirklich aus wie eine Prothese von der Krankenkasse. Ja, ja. Das ist der Falstaff, aber schön ist auch der Iago. Iago, also der Iago oft sich verbeugt, ja, also der ist ja noch im Applaus böse. Ne? Ungefähr so. Zum Hinterausgang der Bühne. Ja. Ja, er ist etwas älter schon meistens, nicht mehr so jung ein Jahr, aber das macht er mit perfekter Beinarbeit wieder weg. Nicht? Ja, ja. Also mit hochgeschlagenen Fersen, da deutet er ein jugendliches Tempo an. Das ist der wieder, der Buffo. Nicht? Und viele Künstler, die gucken ja auch beim Applaus immer zum vierten Rang hin. Ja? Also da, wo früher die Stehplätze waren. Damit wollen sie sich bei den billigen Plätzen bedanken. Ja? Also im Ballett nennt man das die Galerie mitnehmen. Ja? Alles erlebt. Tja. Ja, und dann die Damen, die Sängerinnen. Was ich da schon alles erlebt habe, also typischerweise. Bei den Sängerinnen, da gibt es ja die sogenannten, wie soll man sagen, also das sind die Nierenleidenden, nicht? Also die treten ungefähr so raus, ja? Das machen wir gleich gemeinsam, passen Sie auf. Und zwar kommen die nach vorne und dann verbeugen sie sich, also als hätten sie ein Nierenleiden, nicht? Und dabei wechseln sie die Nieren öfter mal, nicht? Also ich habe schon Damen gesehen, die haben bis zu 20 Mal ihre Nieren gewechselt, während eines Applaus. Es geht dann immer nach abschwellenden oder auf- oder anschwellenden Applaus. Das machen wir jetzt mal. Jetzt kommen wir erstmal mit dem anschwellenden Applaus. Abschwellen, ja, so, Wechsel, anschwellen.